gesehen, die du. Anders geht's nicht, oder? Ja. Das? So, dann haben wir hier, die Schrankwand habe ich jetzt erst ein Jahr, weil mein Büro irgendwie geplatzt ist zum Teil. Dann bin ich froh, wir haben einen guten Schreiner gefunden, der hat das wirklich toll gemacht. Ja, das ist unser Röntgen. Also, da haben wir Speicherfolie und zweidimensionales digitales OPG. Aber wir haben natürlich hier ein Ass im Ärmel, nämlich da drüben auf der Etage ist eine riesige radiologische Praxis. Schick's rüber. Schicke ich nicht nur rüber, also die machen also quasi fast ohne Anmeldung. Und ich zahle, kriege ich hier einen Freundschaftspreis irgendwie von 50 Euro pro cool. Aufnahme. Cool. Die brennen die CD direkt. Das heißt, wenn ich sowas brauche, dann kriege ich das schnell und natürlich 50 Euro. Also wenn ich jetzt eine ganze Anlage hier hätte. Ich meine, ich möchte irgendwann DVT holen. Ja, das will ich schon seit 5 Jahren. Aber dann denke ich immer auf die Gesundheitsökonomie. Ne? Und dann denke ich, mein Gott, 50 Euro, dann kriegst du ja, eine 3D-Aufnahme. So fährst du auf jeden Fall günstiger. Ja, ja. Und ja, dann geht jemand mit rüber und dann geht das relativ flott. Ja, das hier ist, ja, hier ist, das war ganz wichtig, als ich die, die Praxis war ja Neubau. Ja. Die Dusche ist im 22. Jahr, sind immer noch die Fliesen von damals. Ja? Also hast du hier nie geduscht? Doch, ich habe hier, das ist, ja, und hier, kommt rein. Da ist die berühmte Couch, ne? Ja, die sieht auch, meine Frau wollte die schon lange entsorgen. Da habe ich gesagt, komm, die bleibt. Weil das ist so ein Stück, ich habe ja hier mein Als ich das gelesen habe, fand ich, ja, richtig Gänsehaut. Hier. Siehst du das, also du machst das mittlerweile nicht mehr, ne? Nein, ich mach's, aber es hat eine Ursache, warum ich das nicht mehr mache. Weil hier war ein Einbruchsversuch nachts. Okay. Und weil normalerweise, das war glaube ich vor 10 Jahren, normalerweise, wenn du nachts hier schläfst, ist es nachts mucksmäuschenstill. Und wenn du auf einmal um 3 Uhr nachts hörst, wie ein Metallteil über den Steinboden kullert, ding, 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 vor der Tür, dann weißt du, was Sache ist. Und ich bin da nach vorne und da war halt ein Einbrecher, ja. Der war mit dem Rücken zu mir und hatte so sein Etui ausgesucht und war gerade so seine Sachen und ich klopfte nur gegen die Glasscheibe und war so am Grinsen. Und der guckte und dann ist er natürlich abgehauen. Aber das war mir so unheimlich. Und, ja, vor allem, dass du in der, also dass du so risikofreudig bist, ne? Ja, ich wollte gucken erstmal, was da ist, aber ich habe nicht. Junge, ja, ich bin hier. Ja, weil es gab auch zeitweise einen Hausmeister, der hier irgendwie, und niemand wusste, ob der wirklich hier nachts ist oder nicht. Es hieß ja, nachts ist hier auch jemand. Security-mäßig. Ja, ja, aber da damals war irgendwie nichts hier. Dann kam. Ja, und dann dachte ich, dass vielleicht irgendeiner ein Hausmeister hat. Ja, klar. Ich war noch so schlaftrunken und dann habe ich nie wieder. Aber ich habe trotzdem, mittags kann ich mich hinlegen oder wenn ich am Wochenende hier bin und habe mal so ein Nap, ne? Einfach reinlegen oder drauflegen oder drunterlegen und dann mal schlafen. Ne? Und weißt du, meine Mutter sagte, es ist doch total unbequem. Da habe ich gesagt, du musst mal gucken, wie die Leute in Japan manchmal schlafen, ne? So auf dem Boden, so 4 Decken und dann irgendwie, da sage ich, das Ding hat sich ja über so viele Jahre an mich angepasst, dass wir angegossen. Ehrlich? Ja, ist so. Es ist